Spaß für Jung und Alt. Wer hat nicht schon davon geträumt, einen eigenen Film produzieren zu können? Mit Windows Live Movie Maker wird dieser Traum Realität. Ich war zu Besuch auf der Gamescom in Köln und habe dort Fotos gemacht und einen kleinen Film gedreht. Jetzt öffne ich den Windows Live Movie Maker über die Sofortsuche. Ich ziehe meinen Film und einige Fotos einfach in die Bearbeitungsleiste. Dann klicke ich auf Autofilm. Jetzt kann ich im nächsten Schritt Musik hinzufügen. Zum Abschluss klicke ich auf den Vorspann, um den Filmtitel einzugeben. Gamescom 2009. Jetzt kann ich den Film abspielen. Windows 7, mein PC, ganz einfach. Videochat. Willkommen in der Welt der Videotelefonie. Der Windows Live Messenger verbindet mich nicht nur mit meinem Netzwerk aus Freunden und Familie, ich kann sogar persönlich mit meinem Liebsten per Videounterhaltung in Kontakt treten. Einzige Voraussetzung ist das Erstellen einer Windows Live ID, die dann mit dem Messenger-Konto verbunden wird. Um den Videochat zu beginnen, eröffne ich einfach eine Unterhaltung mit einem meiner Freunde. Er muss allerdings genauso wie ich eine Webcam an den PC angeschlossen haben. Dann klicke ich einfach auf das Feld Video in der Menüleiste und die Videotelefonie kann beginnen. Windows 7, mein PC, ganz einfach. Jugendschutz. Die Nutzung des PCs ist aus dem Alltag unserer Kinder nicht mehr wegzudenken. Doch möchte ich als Vater mitentscheiden, wie viel Zeit meine Tochter tatsächlich vor dem Computer verbringt und wie sie ihn nutzt. Genau das ermöglicht mir die Jugendschutzfunktion von Windows 7. Über die Sofortsuche starte ich den Jugendschutz. Jetzt wähle ich das Benutzerkonto meiner Tochter 7 Kind aus. In den Jugendschutzeinstellungen kann ich nun Zeitfenster zur Benutzung des PCs bestimmen. Ich habe mich mit meiner Tochter darauf geeinigt, dass der Computer für 2 Stunden nachmittags und ab 21 Uhr nicht mehr genutzt wird. Meine Tochter darf auf dem PC spielen. Allerdings habe ich festgelegt, dass die Spieletitel ab 12 Jahren freigegeben sein müssen. Zusätzlich kann ich auch noch einen Webfilter aktivieren und bestimmte Programme sperren. Windows 7, mein PC, ganz einfach.